Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibär bei Neu. Da gibt es eine neue Folge Muttibär mit dem Protoss. Ne, Protoss mit Muttibär, also egal. Wir spielen auf jeden Fall gegen Terraner auf Chemiewerke LE. Oh, ich habe echt einen Sprachkasper. Ich hoffe, das wird irgendwann mal besser, aber ich denke eher nicht. Aber ist egal. Habt ihr ja Freude am Spielen. Zugucken. Der Rest ist wurscht. Hauptsache, ich habe Spaß beim Spielen und ihr habt Freude am Zugucken. Der Rest ist eigentlich egal. So, Terraner. Ja, gegen Terraner einfach standhalten. Das ist die Devise. Wir bauen auf jeden Fall den Chor, bevor wir exen. So, ein bisschen harassen können wir trotzdem. Also wir bauen auf jeden Fall die Pylonen, Warp Gate, nicht Warp Gate. Doch Warp Gate. Pylonen, Warp Gate. Gas. Zweiten Pylon. Und dann kommt der Kern. So ist eigentlich der Plan. Und irgendwann zwischendurch noch das zweite Gas. Weil wir können. Und dann chronobüßen wir noch einen Stalker und dann kommt erst die Echse. Kurz rein. Standard, alles Standard bis jetzt. Zweite Gas. Bauen einen Kern. So, er baut auf jeden Fall kein Marine. Kein Marine, kein Gas. Was kommt denn da? Da kommt wahrscheinlich die Echse vorher. Ja, mit den Echse vorher bauen. So, dann können wir. Ne, wir wollen noch einen Stalker bauen. Na, ich komme raus und greifen wir das halt an. Jetzt baut er Marine. Ja, aber wenn jetzt der Reaper kommt. Der Reaper kommt. Ne, da kommt kein Reaper und kein Marine. So, wir wollen auf jeden Fall trotzdem Stalker first. Ich komme nicht Doppel Reaper. Kann da auch passieren. So, wir wollen auf jeden Fall weiter durchgängig Sonden. Und wir werden hier unser Warp Gate Upgrade machen. Bauen gleich ein Robo. Genau jetzt. Mal rein scouten. Okay, er hat auf jeden Fall einen Reaktor gebaut und Double Marines. Und baut Kaserne und Kaserne. Oh, das wird ein Marine All-In. Oder nee, komplett Bio wird das. Das wird komplett Bio. Also gehen wir auf jeden Fall auf Kolossal. Theoretisch müsste auch gleich in so. Wir sind immer noch nicht draußen. Das ist ja traurig. So, danach brauchen wir einen Sentry. Robo und Warp Twilight Council haben wir ja schon. So, bauen auf jeden Fall einen Observer, zwei Stück. Ihr benötigt mehr Vespingas. Setzen hier noch. Wie heißen die Dinger jetzt nun? Schildbatterien, Mann! Ich nur eine Vergesslichkeit. So, einen zweiten. Wir nehmen auf jeden Fall das Sturmangriff, also den Bersen-Charge. Wir müssen auch gleich ein paar Gates setzen. Aber vorher bauen wir noch einen Unsterblichen. So. Jetzt müsste echt der Unsterbliche reinkommen. Chrono boosten wir. Ich habe, glaube ich, meinen Twilight Council etwas zu früh gebaut. Mich auf die 4 setzen. So, und jetzt kommen Gates. Gates und Pylonen. Und Unsterbliche. Doppelgas nehmen. Und dann müssen wir langsam die dritte nehmen. Wie sieht es eigentlich aus?
Hat ein paar Marines. Und ein Panzer. Kein Medivac. Ich nicht, dass ich langsam vorstehe. One Base All-In machen. Two Base All-In. Oder nehmen wir eine dritte? Nee. Okay, er kommt. So, brauchen wir jetzt unbedingt noch Truppen. Schon auf dem Weg zu sein. Ah, Pylonen können ein Problem werden jetzt. Das könnte echt ein großes Problem werden. Wer läuft der denn? Wo kommt der denn? Da kommt. Zurück. Und drauf. So, die bleiben ja alle hier jetzt. Wir nehmen auf jeden Fall doch eine dritte. Ich habe doch Lust auf ein Makro-Game. Ja, wir haben den schon ordentlich jetzt eingeheizt damit. Dann bedenke ich mal jetzt komplett zurückgehen. Filon. Bleibst du mal kurz hier? So, 4 zu viel. Die gehen noch hier runter. Und wir haben viel zu viel Gas. Fuck. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Gates. Und langsam müssen wir auf Kolosse gehen. Und auf Storm. So, eindeutig zu wenig. Ja, eindeutig zu viel. Einer mit hier. So, er wird jetzt wieder kommen. Sehr schön. Ja, er kommt komplett. Wir überraschen ihn natürlich wieder. Mineralienfeld erschöpft. Ihr benötigt mehr Westingas. Kassar, die Templar. Mineralienfeld erschöpft. Ach!
Ich gehe jetzt. Ganz schlecht, der war ganz schön schlecht. Verteidigung. Ah, der kriegt da jetzt alles komplett. Ah, die Kolosse kommt viel zu spät. Hätte schon längst da sein müssen. Ja, GG. Ach Mann, das war aber auch ein Mist, ey. Oh, da habe ich auch richtig schlecht gefightet. Oh. Ach Mann. Mehr Archons wären es gewesen. Scheiße. Egal. Aus Fehlern lernt man, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Und ich sage noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschö, tschö.